Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Ausgabe von SubTV. In dieser Rubrik stellen wir euch ja verschiedene Stand-Up-Paddleboards vor. Heute das Aquamarina Monster, das ist ein Allround-Board mit 12 Fuß Länge. Viel Spaß! Zum Standardlieferumfang vom Board, also ohne ein Set mit Paddel, gehört die Pumpe, ein Schlauch und eine Tasche. Der empfohlene Druck auf das Board, der jetzt hier auch auf das Board aufgepumpt ist, sind 15 PSI, das ist genau 1 Bar. Es gibt auch Boards, wo ein bisschen mehr Druck draufgepumpt werden kann, die dann noch ein bisschen steifer werden. Hier ist 15 PSI der maximale Druck. Das Board hat eine rote Grundfarbe und ein schwarzes EVA-Deck, welches dann auch gleichzeitig die rutschfeste Standfläche ist. An dem Board ist das Besondere, dass die Standfläche wirklich fast von der Nose bis zum Tail geht und dadurch hat man eine ziemlich lange und ziemlich breite Standfläche. Die Standfläche zieht sich auch hier noch seitlich über das Board. Das Board hat insgesamt eine Breite von 82 cm, also ein ziemlich breites Board und dadurch hat man natürlich eine noch bessere Kippstabilität. Bei dem Board handelt es sich um ein Allround-Board. Allround-Boards sind ja generell hervorragend für Anfänger geeignet, weil sie eine breite Standfläche haben, zur Nose und zum Tail meist auch noch ziemlich breit sind, sodass man dann seine Standposition erst noch finden kann. Und durch das abgerundete Bug sind sie auch noch zusätzlich besonders kippstabil. Hier seht ihr einmal das Board in seiner ganzen Größe. Das Board ist 12 Fuß lang. Das sind 3,65 Meter, also ein ziemliches Monster, wie der Name ja schon sagt. Von der Breite haben wir 82 cm und die Dicke beträgt 15 cm, so dass man auch, wenn man jetzt im Wasser fährt, mit den Füßen nicht im Wasser steht, sondern wirklich auch mit trockenen Füßen durch das Wasser gleiten kann. Hier unten haben wir das Ventil und ein D-Ring und oben haben wir noch ein Gepäcknetz, welches relativ lose gespannt ist. Hier bei dem Aquamarina Monster haben wir eine relativ große Standfläche. Ihr seht das ja vielleicht, das ist der gesamte schwarze Bereich hier beim Board. Das reicht fast von der Tail bis zur Nose. Also ihr habt wirklich komplett eine Standfläche, so dass ihr eventuell auch zu zweit auf dem Board stehen könnt. Die Gesamttraglast vom Board sollen bis zu 160 Kilogramm betragen. Auf der Unterseite seht ihr auf dem Board, hier kommt jetzt die Grundfarbe, die rote Grundfarbe richtig schön zur Geltung, ist ein Hai, ein Aquamarina-Aufdruck und hier unten haben wir die Finbox. Es handelt sich bei dem Board um ein Steckfinnensystem. Das heißt, die Finne wird einfach in eine vorhandene Finbox hineingeschoben und mit einem kleinen Sicherungsstift gesichert. Hier haben wir noch mal einmal ein Schild, wo die Warnhinweise draufstehen. Habe ich noch auf keinem anderen Board bisher gesehen. Zur Verarbeitung noch ein, zwei Sachen. Die Verarbeitung ist nicht ganz optimal. Es sind mir teilweise schon Klebereste an den Rändern aufgefallen, sei es nun hier auf dem Warnhinweiseaufkleber oder auch an der Finbox. Also ist es nicht ganz so sauber verklebt wie von anderen, wie ich das von anderen Boards kenne. Und was mir auch aufgefallen ist, trotz doppelwandiger Drop-Stitch-Technologie hier bei dem Board, ist das Board doch ziemlich leicht und für die Länge, wenn man bedenkt, dass es 12 Fuß lang, ungefähr so wie das Steamex Touring Board. Hier könnt ihr euch das noch einmal anschauen. Das ist nur 0,6 Fuß länger und wiegt, glaube ich, über 2 Kilo mehr oder 2 Kilo mehr als dieses Board. Also hier wurde doch ein bisschen an Material gespart. Ein Vorteil hat das natürlich. Das Board ist dadurch ziemlich schnell in der Beschleunigung, hat aber eine nicht ganz so gute Wasserlage und ist sehr anfällig für Wind und Wellen. Was dieses Board auch hat, ist eine sehr starke Aufbiegung an der Nose und auch am Tail. Das heißt, gerade wenn man jetzt im Wasser fährt, liegt der Schwerpunkt wirklich immer hier auf dem mittleren Bereich. Und es ist schon von vornherein, schon von der Bauform, eine leichte Banane. Jetzt nicht ganz so extrem, wie sich das vielleicht manch einer vorstellt, dass es sich richtig stark durchbiegt in der Mitte. Das nicht. Aber es ist doch schon eine leichte Biegung oder eine leichte Einbiegung zur Mitte hin erkennbar. So, jetzt zum Abschluss, da es ja wirklich nur eine Boardvorstellung ist, möchte ich das Board noch in eine Kategorie einordnen. Ihr solltet von dem Board nicht zu viel erwarten. Es ist tatsächlich ein Billigboard, ein Board so bis 400, 450 Euro und dementsprechend bekommt ihr auch nur das, was ihr hier für das Board bezahlt.
Ihr merkt das vielleicht, wenn ihr das Board etwas genauer anschaut, mal auf die Verarbeitung schaut. Es sind Unterschiede vorhanden zu den etwas teureren Boards, aber ihr müsst auch immer überlegen, was möchtet ihr mit dem Board machen. Wenn ihr entspannt auf dem See cruisen wollt, vielleicht einmal im Monat, dürfte so ein Board ausreichen. Wenn ihr lange Touren machen wollt oder vielleicht sogar ins Meer wollt mit dem Board, dann ist das Aquamarina Monster nicht mehr ausreichend. Es ist tatsächlich ein Anfängerboard, um so die ersten Versuche auf dem Board zu vollziehen. Wenn ihr vielleicht schon auf das zweite oder dritte Jahr dann auf dem Stand-Up-Paddle-Board unterwegs seid, werdet ihr irgendwann immer mehr Boards auch ausprobiert haben und immer mehr wollen. Und dann wird dieses Board wahrscheinlich nicht mehr ausreichen. Es ist einfach ein Board, welches, sag ich mal, eine mittelmäßige Qualität hat und auch dementsprechend nur mittelmäßige Fahreigenschaften hat. Eine Sache noch zu dem mitgelieferten Material, zu der Pumpe und der Tasche. Die Tasche finde ich eigentlich gar nicht so schlecht. Die trägt sich angenehm am Rücken. Das Board ist relativ leicht, dadurch kann man den Rucksack auch lange tragen. Die Pumpe ist schlecht verarbeitet, ist wirklich eine billige Pumpe, nur eine Single-Hoop-Pumpe. Also ist es auch ziemlich anstrengend, das Board aufzupumpen. Mit besseren Pumpen kann man das Board mehr als doppelt so schnell aufpumpen. Hier müsst ihr jetzt natürlich mit dieser billigen Pumpe leben bei dem Aquamarina Monster. Den einen oder anderen mag das nicht stören, wenn man 10 Minuten aufpumpt. Ich bin so einer, der möchte immer schnell raus aufs Wasser und da stört es mich dann schon, wenn ich erst noch 10 Minuten das Board aufpumpen muss und das Gefühl habe, bei der Pumpe kommt einfach kein Druck und da kommt keine Luft hier in das Board. Das hier soll aber jetzt die Vorstellung sein. Ich möchte gar nicht so viel vorwegnehmen vom Testbericht. Wenn ihr noch mehr zum Board erfahren wollt, schaut euch auf jeden Fall das Testvideo an. Das haben wir euch hier oben mal verlinkt. Ansonsten war es das jetzt von dieser Vorstellung vom Aquamarina Monster. Solltet ihr dennoch irgendwelche Fragen haben, die nicht in den vorherigen Videos schon beantwortet seien, dann schreibt die gerne wie immer unter das Video in die Kommentare. Ansonsten würden wir uns natürlich wie immer über viele Daumen oder auch ein Abo von diesem Kanal freuen. Das war's, wir sehen uns bei der nächsten Ausgabe von SubTV. Ciao!